Hey, und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Super Smash Bros. Bro! Sapramon ist ja mit dabei. Raus an der Keks 89. Yay! So, so nochmal. Dann nochmal. Ich habe jetzt gerade dreimal hintereinander Pika 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 gehört. Ja, weil er mit den Donnen nicht machen wollte. So. Mal hier gucken. Okay. Ah, oh fuck. Ja. Oh, wir haben wenigstens durch den anderen keinen Schaden genommen. Ein Mario mit Wall Jumps könnte da hoch, nur ich halt nicht. Nee, oder das auch nicht. Nee, es ist viel zu weit, die Wände. Ja. Dann gehen wir wieder hier rein und durch den da. Oh. So. Und hier durch. So. Komm her, Plattform. Samus ist nicht so gut im Springen, deshalb hätte ich die Plattform gerne. Danke. So. Oh. Da hinten? Ja, da hinten ist auch noch ein Teleporter. Jetzt hat die Frage, ist der oder der andere? Ich würde einfach mal schätzen, der hier. Ja. Oh, ich hab's. Ja, es ist der hier. Okay, gut. Für die Soffen. So, dann. Wahrscheinlich. Ah, jetzt der Rückweg. Ah, okay, alles klar. So, jetzt kommen wir hier weiter. Und zack. Nimm du. Oh, ist für uns beide. Es gibt doch gerade zwei. Dann erwartet uns wahrscheinlich ein Bosskampf. Wahrscheinlich ja, Ridley. Mhm. Das ist der Ridley-Kampf. Ich frag mich jetzt, wenn es ja Metroid Prime Beyond gibt, haben die Ridley wiederbelebt oder ist er jetzt endgültig tot? So versessen, wie die auf den sind. Hatten wir schon mal einen Ridley-Klon? Ja, dieser eine aus Metroid Fusion, oder? Ja. Oder vielleicht hat... Mix-Parasit absorbiert worden ist. Oder vielleicht hat Ridley ja plötzlich Geschwister oder sowas. Man weiß ja, nicht. Ach, jetzt bin ich Pikachu, okay. Also ich würde es mir wünschen. Das ist einfach einer meiner Lieblingsgegner. Beziehungsweise Bosse. Boah. Na? Nein, lass das mal sein. Ridley ist ein Charakter, den wir niemals als Kämpfer darstellen können. Er ist einfach viel zu groß. Und ein paar Jahre später. Ridley. Autsch. Kam da. Auf der Charakter. Oh, da ist ein Stachelball auf der linken Seite. Au, das hat er mich genau da reingeschossen. Er hat nicht mehr so viel.
Okay. Wow. Das sah irgendwo cool aus am Ende. Ich wollte eigentlich noch abballern am Ende. Hab ihn leider nur nicht erwischt. Macht aber nichts, wir haben den Part hinter uns. Eine neue Bombe. Jetzt wissen wir schon mal, was sie die gelagert haben. Aha. Samus joined your team. Safe. Yep. Und back to map. Outside the ancient ruins. Oh Gott, die Pikmin. Die armen Pikmin. Olimar. Captain Nipple. Mit seinem Falcon Punch. Und er zeigt seine Moves. Mhm. Captain Falcon war ein Charakter, den ich in der Wii U-Version unbedingt mainen wollte. Na egal, wen willst du spielen? Wen willst du lieber spielen? Ich überlasse dir die Wahl. Ja, mit Olimar kann ich halt nicht so gut. Was? Wer kann schon gut mit Olimar kämpfen? Ich kenne niemanden. Gut, es gibt vielleicht ein paar Außerwelte, die können. Aber sind dann auch die richtigen Prof. Lässt du mich das Teil schleudern? Gut, dann halt nicht. Der wollte halt nicht das Trophäe enden. Oh, hallo. Hallo, hallo. So, geh weg. Ich habe gerade einen meiner Pikmins in den Tod geschmissen. Oh. Alter. Ich will jetzt lieber nicht auf der Seite stehen, wo die Bombe gerade ist. Wo auch immer die gelandet ist. Wer weiß. Ich hab nur einfach der Bombe vielleicht wegfliegen sehen. Oh, verdammte Kacke, du hast 1% Schaden. Meinst du, du kannst das überstehen, das Level? Ne, ich glaub, der nächste Windhauch bringt mich um. Uah. Die sind weg. Der da oben lebt noch, aber das macht mir jetzt herzlich wenig. Anscheinend ist... Oh nee, nicht schon wieder so einer. Ich hasse diese Turme. Ich werde mich immer so wegschleudern. Nicht nur dich. Ah, Olimar. Das... Nee, ich mag Olimar absolut nicht. Ich glaube, seine Smashes hängen auch davon ab, wie viele Pikmin ich habe. Wie stark die sind. Nee, er schmeißt die. Okay, das ist ja noch bescheuerter. Ich gehe einfach. Hä? Was hat mich jetzt da wieder? Wahrscheinlich, weil ich hier weitergegangen bin. Okay. Memo an mich, nicht einfach weitergehen. Oh Gott. Du. Sehr gut. Wo bin ich? Ah, da hinten.
Autsch. Irgendwas hat mir... das Zorn-Level. Ja, mit endlos Try and Error. So, wir haben kein Leben mehr. Ja, doch ich dazu. Oh mein Gott. Continue. Oh, Backup. Okay, okay. Ich werde also immer mal wieder schneiden dürfen. Mhm. Au. Oh, du dämlicher Rob-Roboter. Ach, da. So, ich nehme mir die mal. Ich nehme die mal mit. Für dich. Das hat ja gut funktioniert. Ja, der ist ausgewichen, der Freche. Der Freche. Das ist Mobbing, was du da machst. Hat sich das verdient. Autsch. Ich glaube, das war jetzt die Rache von ihm. Glaube ich auch. Ach, shit. So, der andere weiße Teil ist. Oh, da oben ist die Tür. Ah, doch, der Tür. So, rein da. Für ein Sticker und eine Trophäe. Eine Statue. Okay. Bei denen da unten ist es, glaube ich, besser, wenn du Falcon Punch machst. So, der da unten ist mir egal. Oh, ja. Ja, bitte. Nächster Abschnitt. Yes, nächster Abschnitt. Wunderbar. Wie er einfach an die Scheibe gedrückt wird. Uga Uga Power. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht Olima bin. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dir die Entscheidung lieber überlassen, was du lieber haben willst. Ich nehme dann nicht Olima. Ich wollte Donkey nehmen. Okay, dann nehmen wir wieder Captain Falcon. Der hat doch so von gut getan. Gut, dann ist er wenigstens halt das Letzte. Um den Kill zu sneaken. Wir müssen so viele von denen besiegen, ey. Mhm. Und die machen nicht gerade wenig Schaden. Okay. Der eine Affe schon mal weg. Ah, Ketten, das ist solche Gegner. Also nicht alles die gleichen. Au.
Oh, jetzt haben wir Variablen. Nein, 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 nein. Oh, nicht die Wolken. Oh, da hat es den Captain weggeschnipselt. Oh, der Rapetori Masch. Oh, viel Glück. Okay, das wird auch wieder ein Kampf. Wir müssen deutlich vorsichtiger sein. Ja, komm. Danke. Nein, nicht noch einer. Oh Gott. Und was? Nein, du nimmst mich nicht raus. Ja, gib mir wenigstens das Schwert. Ich hasse diese Dinger. Nein, nicht schon wieder. Ich hab den Hammer mit Olimar und kann ihn nicht wirklich nutzen. Wegen diesem Saftsack hier. So, gib mir das Schwert. Doch, nenne ich noch die Metallversion. Ja, Olimar kann sich natürlich überhaupt nicht retten. Aha. Olimar kann sich halt überhaupt nicht retten, ey. Das war so eigentlich nicht geplant. Und das auch nicht. Die immer genau von meinem Schwert spawnen müssen. So, du gehst mal hin. Abseits. Das war der letzte. Yes. Ich habe die ganze Zeit mit Donkey überlebt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Good job. Was? Wo fliegen wir jetzt rein in die gegnerische Basis? Stage clear. The Glacial Peak. Safe. Yes. Kann mir erwarten, wer dort mit dürfen spielen. Ja. Die Isse Klimbers.
So, welches Team willst du? Ja, nehmen wir gerade die Isa Klimbers. Okay. Ich glaube, Rüdiger wollte die Ice Climbers sogar mainen. Mm. Hat er mal erzählt. Also wenn ich jetzt damit ziemlich schlecht spiele, dann ist er wahrscheinlich sauer auf mich. Ja. Oder er enttäuscht. Er ist beides. Er ist beides. Ich bin beeindruckt, wir haben bisher null Schaden. Mhm. Korrigiere, wir hatten. Oh, ah. Hallo. Und zack. Und zack. Und. Ich hab die Bombe mit meinem Schwert zerschnitten. Das ist nur ein Nana. Das ist vollkommen. Aua. Ja. Das Hühnchen. Es hat nur die Sprunghöhe ein bisschen im Eimer, wenn sie weg ist. Ja, ein kleines bisschen, aber. Oh nee, nicht du. Ich würde gerne hoch. Ja, das war's mit den Nice Climbers. Ich hab mich einfach nicht mehr gesehen. Ah nein, die Nana hat's nur erwischt. Da hat's mich. Ah nein, doch, gänzlich erwischt. Ich hab. Nee, wir haben noch ein Leben. Ich interessiere mich. Oh nee. Na, oh, nicht schon da, die, oben, die, da oben ist die Tür. Ich muss nach da oben kommen. Ja. Komm, geh hoch. Lass Nein. mich rein, du dumme Wurst. Ey, das war jetzt so unnötig, ey. Hm. Ah. Ich sehe, wie das hier läuft. Und zwar absolut scheiße. Mir ist ein Phantom da. Die sich dann auch noch regenerieren können. Ich hätte gern etwas Leben zurück. Das wäre richtig knorke. Okay. Uah. Hopp. Dein Wunsch sei mir Befehl. Ja. Hopp, hopp. Muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Die Trophäe hole ich mir einfach mal. War ja jetzt nicht so schwer, die zu kriegen. Was kommt jetzt? Ah. Dürfte ich mal da... Danke. Mhm. Oh Gott. Ich sehe mich dauergefroren. Oder auch nicht. Oh nein. Oh nee. Ja. Und das ganz alleine hat dann viel Spaß.
Ich hasse diese Phantome im Allgemeinen. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Super Smash Bros. Subroom Emissär mit dabei war. Haus ohne Gex 83. Rüdiger, bitte hasst mich nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.